Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Follower von Black 8. Freue mich über unsere zweite Ausgabe unseres Shortcasts Elementare Impulse. Und natürlich freue ich mich sehr, heute unseren nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Frau Miriam Jentschke. Herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Ja. Miriam, du bist ja auch aus gutem Grund heute hier. Wir haben ein spannendes Thema. Du hast ein spannendes Thema. Du kommst aus einer langen Konzerngeschichte und bist jetzt Gründerin geworden. Wie kam es denn dazu? Ja, letztlich kam es dazu, ich habe mich so ein bisschen entwickelt, wie man sich so im Laufe seines beruflichen Lebens entwickelt. Ich habe bekommen aus der ganz klassischen Markenführung, habe da auch mal promoviert und so weiter und habe mich so die letzten 2-3 Jahre mit 2 Themen ein bisschen intensiver befasst. Und zwar mit der agilen Transformation im Brandmanagement und dann mit der Agenturzusammenarbeit. Also wie arbeiten wir mit externen Partnern zusammen? Und habe gesehen, da gibt es viele Defizite, nicht nur in meinem ehemaligen Unternehmen, sondern da gibt es viele Defizite auch in anderen Unternehmen und viel Optimierungsbedarf und viel Beratungsbedarf. Und habe dann gesagt, das ist doch eine tolle Idee. Könnte man doch auch in anderen Unternehmen noch ein bisschen anbieten und ein bisschen verbreiten. Ja, schönes Thema. Zusammenarbeit, glaube ich, ist ein super Stichwort. Ich glaube, Zusammenarbeit beschäftigt uns alle. Letztendlich dieses Aufbrechen der Silos, Zusammenarbeit, wie wir sie heute gerade erleben, aus einer neuen Arbeitskultur auch, da definieren wir Zusammenarbeit. Das heißt, jetzt hast du für das Thema Zusammenarbeit Folifair gegründet, ein französischer Name, ich glaube, der erschließt sich nicht sofort jedem. Was steckt denn da dahinter? Ja, es gibt im Französischen eine Redewendung, die heißt il faut le faire. Und das sagt man immer so, wenn es heißt so, ach, das muss jetzt mal gemacht werden, das muss man tun. Ja? Und das soll eigentlich, ich bin ein bisschen frankophil, ja? Und das soll diese Aktions- und Umsetzungsorientierung betonen, die wir ja eigentlich in der Kollaboration brauchen, um die Dinge schneller voranzubringen und effizienter voranzubringen. Und das steht eigentlich für unseren Beratungsansatz, der sehr umsetzungs- und aktionsorientiert ist. Also agile Kollaboration ist ja auch fast ein Buzzword, könnte man auf der einen Seite sagen, weil jeder nutzt es gerade. Es geht darum, deutlich offener, mehr miteinander zu arbeiten. Aber für wen eignet sich denn eigentlich so agile Kollaboration? Weil in aller Munde ist es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal so ein kleines Geheimnis drum, was versteckt denn da wirklich dahinter? Wie würdest du das für dich interpretieren? Also ich meine, agile Kollaboration, das hat viel zu tun mit dem Mindset. Da geht es um Transparenz, Commitment, Fokussierung, auch mal um Mut. Ja? Und der andere Teil von agiler Kollaboration sind sicherlich Routinen und Methoden. Ja? Also sowas wie Dailies oder Scrum, hast du vielleicht schon mal gehört. Und alles kann agile Kollaboration sein. Und wer braucht das? Ich glaube, dass agile Kollaboration wird nicht überall gebraucht, nicht in allen Unternehmensbereichen. Es gibt ja auch so Richtwerte, man sagt so 30% sollte agil mindestens aufgestellt sein in jedem Unternehmen. Und das sicherlich auch im Marketing, sicherlich auch im Brandmanagement. Und na klar, es hilft agile Kollaboration vor allen Dingen dort, wo du schnell wechselnde Kundenbedürfnisse hast, wo du eine hohe Marktdynamik hast. Ja, dort, wo du aber auch fokussieren musst, wo du vielleicht wenig Kapazität hast und sicherlich auch dort, wo das Bedürfnis der Mitarbeiter da ist, mehr End-to-End-Verantwortung zu haben, mehr Eigenverantwortung, da hilft agile Kollaboration auch. Und das habe ich jetzt so in Gesprächen mit Unternehmen beobachtet, das ist natürlich vor allen Dingen jetzt diese Eigenverantwortung wichtig, wo wir zum einen sehr stark in Remote Working sind und wo wir zum anderen aber auch einen Fachkräftemangel haben und wirklich buhlen müssen um Mitarbeiter. Und auch dort, glaube ich, können agile Zusammenarbeitswege helfen. Also du kommst ja auch aus dem klassischen Markenführungsthema mal ursprünglich. Ist ja auch ein Thema, das uns letztendlich verbindet und über das wir uns auch kennengelernt haben. Und dieses ganze Thema der agilen Markenführung beziehungsweise der klassischen Markenführung hat ja auch immer mehr mit der agilen, jetzt habe ich schon fast selbstverständlich verwendet, mit einem hohen Agilitätsthema zu tun, weil so wie man früher Marken geführt hat, nämlich sie zu formulieren und sie dann relativ strikt durchzuziehen und zu positionieren und daraus eigentlich wenig Abweichung zuzulassen, wissen wir heute beide, dass es darum geht, dass Marken im Kontext arbeiten müssen, dass sie im Kontext unterschiedlich erlebt werden dürfen. Wie gestaltet sich denn das oder wie verbindet sich denn das miteinander? Also auf der einen Seite dieses Thema der klassischen Markenführung, mal ursprünglich mit dem Thema des neuen Anspruchs und jetzt eben mit dem Thema der Kollaboration. Gibt es da Widersprüche oder wo ergänzt sich's?
Also ich sehe es eigentlich eher als eine Ergänzung. Ja? Also sicherlich, für mich ist eigentlich dieses ganze Thema agile Zusammenarbeit wie so ein Booster, ja, für die klassische Markenstrategie. Also in der Markenstrategie, da definieren wir ja häufig Frameworks, da definieren wir, was kontinuierlich verwendet werden soll. Das steht so ein bisschen für die Stabilität. Und ich glaube, um sozusagen das zeitgemäß zu interpretieren, was eben immer wichtiger wird, weil sich Bedürfnisse immer stärker ändern von Kunden, ist es wichtig, agil zu arbeiten und ein bisschen Flexibilität zuzulassen. Aber es bleibt natürlich auch die Stabilität. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch agile Methoden nutzen, ja, um überhaupt zu einer Markenstrategie zu kommen, um auch Stakeholder effizient zu integrieren, um dich auch ein bisschen iterativer einer Strategie zu nähern und nicht irgendwie so top-down das zu gestalten, sondern auch ein bisschen mehr Bottom-up-Strategie. Mhm. Ja, also insofern, ich glaube, das kann sich gut ergänzen. Sicherlich ist es wichtig, dass du dir dann dich auch mal hinsetzt, wenn du in einer Marketingabteilung arbeitest und guckst, wo macht das jetzt eigentlich Sinn, diese stabilen Elemente, und wo machen denn die agilen Elemente Sinn, und dir das schon bewusst machst und da gerade durchnavigierst. Mhm. Das heißt, du siehst da relativ viele Vorteile erstmal aus diesem Thema heraus und zu sagen, das ist eine konsequente Entwicklung. Mhm. Und diese Vorteile aus dieser agilen Kollaboration, die hat natürlich auch Herausforderungen. Kannst du da welche nennen? Ja, ich glaube, die erste Herausforderung ist natürlich die Veränderung an sich, weil du bist ja auch irgendwie gewohnt, irgendwie, sag ich mal, linear zu arbeiten. Ja, top-down, du bist Hierarchie gewohnt und so weiter. Also gerade in hierarchisch geprägten Unternehmen hat natürlich dieses Thema agil, ist natürlich eine Herausforderung, weil du eben auch Macht abgeben musst. Und auch ja, im agilen Arbeiten sehr transparent sein solltest. Und ich glaube, was eine große Herausforderung ist für Unternehmen, ist erstmal eben zu definieren, wo sollte ich denn, bei welchen Themen sollte ich mich denn agil aufstellen und wo sollte ich es vielleicht auch eher lassen. Das ist so die erste Herausforderung. Und dann ist es natürlich so das Thema am Ball bleiben. Also das sprichst du, die Transformation gestaltet sich auch vielleicht ein bisschen längerfristig. Vielleicht verlierst du den einen oder anderen Mitarbeiter. Es gibt sicherlich auch schmerzvolle Erfahrungen in der Transformation. Und damit eben umzugehen und dann auch vielleicht noch zu schauen, was ist denn mein individueller Weg? Ne? Also ich glaube nicht, dass es da one size fits all gibt, sondern da musst du dir wirklich ganz genau angucken, wo macht es eben Sinn, agil zu arbeiten, und wie stelle ich mich auch auf, wie verändere ich vielleicht auch meine agile Routinen, sodass sie für mich passen. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Und das vor allen Dingen eben in sehr hierarchisch geprägten Unternehmen, ja, wo man auch gar kein wirklich Gefühl dafür hat, iterativ zu arbeiten, eben aus Fehlern auch mal zu lernen, auch Fehler zuzulassen. Und da stößt man natürlich an seine Grenzen. Das ist jetzt ein ganz spannendes Thema, glaube ich, weil du sprichst von am Ball bleiben, von Transparenz, von Verantwortung abgeben, weil man nicht mehr so durchsteuern kann. Jetzt haben wir ja aktuell eine sehr, sehr spannende Situation, weil eigentlich sind wir alle dazu gezwungen gewesen, die letzten 24 Monate, so könnte man es formulieren. Viele von uns waren im Homeoffice. Das heißt, die Transparenz war eigentlich die gefühlte Transparenz, die man früher hatte, weil man den Mitarbeiter gesehen hat und gefühltermaßen irgendwie wusste, was er tut, auch wenn es nur ein Gefühl war. Das geben wir heute gerade ein Stück weit ab oder haben auch gelernt, dass es sogar extrem erfolgreich ist, ich glaube für uns alle. Und viele von uns haben in einer neuen Art und Weise zu arbeiten gelernt. Also funktioniert das Thema auch, so Zusammenarbeit, agile Kollaboration, wie du es nennst, auch im Homeoffice? Ja, glaube ich schon. Ich glaube sogar, dass es besser im Homeoffice funktioniert als so ein lineares Projektmanagement, weil du beim Agilen deine Routinen hast. Du kommst sehr stark im Team immer zusammen. Du triffst viele Entscheidungen im Team. Das heißt sozusagen, diese sozialen Aspekte, die sonst vielleicht im Homeoffice verloren gehen, hast du dort weiterhin. Und auf der anderen Seite hast du viel Transparenz. Du hast normalerweise auch eine gute Dokumentation, die für alle zugänglich ist. Das heißt, jeder kann sehen, wie ist der Status, wer macht gerade welche Tasks und so weiter. Also ich glaube, da hast du schon eine sehr, sehr gute Grundlage, in agilen Kollaborationsmodellen auch im Homeoffice zu arbeiten. Und ich habe mich darüber auch unterhalten mit Leuten, die das machen, agil arbeiten aus dem Homeoffice raus, und die haben mir das auch wiedergespiegelt und haben gesagt, bei uns läuft es dann schon besser als bei denen, die jetzt linear arbeiten.
Also ein spannendes Thema. Und vielleicht, jetzt haben wir uns sehr, sehr mit der internen Sichtweise beschäftigt, der Agilität und der Zusammenarbeit. Du hast aber vorhin eingangs auch erwähnt, dass dich ja auch mitgetrieben hat, dieses Thema der Zusammenarbeit in der Verlängerung, sprich mit Partnern und Agenturen. Also eigentlich von die verlängerte Werkbank, das Auslagern von Kompetenzen auch vielleicht zu Partnern, weil man nicht mehr alles selbst leisten kann oder weil man letztendlich auch den richtigen Experten für das richtige Thema braucht. Das ist ja auch ein spannender Punkt der agilen Zusammenarbeit, letztendlich aus oftmals großen Strukturen mit dynamischen Strukturen aus Agenturen oder deutlich kleineren Unternehmen. Wie soll das funktionieren oder wie hast du dich damit beschäftigt? Ja, da habe ich mich mit beschäftigt, weil ich glaube, in jeder, wie du es ja geschildert hast, in jeder Marketingabteilung, in jeder Brandmanagementabteilung, in jeder Kommunikationsabteilung bist du darauf angewiesen, mit externen Partnern zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, die müssen natürlich integraler Bestandteil sein, idealerweise von agilen Teams. Das heißt, die arbeiten auf Augenhöhe. Du hast eben nicht mehr die verlängerte Werkbank. Du hast wirklich Arbeiten auf Augenhöhe. Du siehst eben deinen Dienstleister auch nicht mehr als Auftragnehmer, sondern als eine wichtige Kompetenz in deinem Team. Ja. Und idealerweise, klar, integrierst du die. Das hat natürlich seine Herausforderungen, weil der agile Reifegrad bei externen Partnern vielleicht ein anderer ist als intern. Das heißt, du musst erstmal ein gemeinsames Training machen, gemeinsames Verständnis entwickeln. Und ich glaube, auch gerade wenn du jetzt, sag ich mal, mit Kreativdienstleistern zusammenarbeitest, musst du schon auch berücksichtigen, dass die teilweise ein bisschen eine andere Arbeitsweise haben, dass sie auch kreative Routinen haben, ja. Und musst da eben auch Freiräume gewähren, musst also auch das Modell, was du fahren willst, dein Operating Model auch ein bisschen anpassen an deren Bedürfnisse. Und ich glaube, aber dann kann es eben sehr, sehr gut funktionieren und ist eigentlich auch wichtig, weil du dann eben auf dem gleichen Wissensstand bist und auch besser deine Kunden bedienen kannst. Das definiert ja dann praktisch schon auch, gerade weil du sagst, das ist nicht mehr das klassische Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis, sondern ein völlig offenes, auf gleicher Arbeitsebene und auf gleicher Augenhöhe agierendes Modell, das verlangt ja von vielen eine Veränderung ab, weil uns als Dienstleister wird plötzlich die Möglichkeit beziehungsweise natürlich auch die Chance gegeben, zu sagen, ich kann mich auf Augenhöhe mit meinem Kunden, was viele schon tun, aber per se nochmal in einem ganz anderen Interaktionskonzept bewegen und letztendlich für den Kunden, der eigentlich gewohnt ist, ja als Auftraggeber oft zu agieren, der muss plötzlich sich praktisch auch als Teil des Teams verstehen. Hochspannend. Also wenn ich mich jetzt in die Rolle versetzen würde, Marketingleiter zu sein, ich führe ein mittelgroßes Unternehmen, habe eine Marketingabteilung von 30 Leuten unter mir und jetzt finde ich das sehr, sehr spannend, was du da tust, weil ich mich eben da neu ausrichten möchte. Ich möchte auch vielleicht neue Themen bedienen. Ich komme ja aus dem klassischen Umfeld. Wie müsste ich denn eigentlich starten? Wenn ich jetzt dich anrufe und sage, okay, interessiert mich, ist spannend, Agilität, ich arbeite noch sehr linear. Was sind die ersten Schritte? Was müssten wir denn eigentlich tun? Ja, wir würden uns natürlich erstmal gemeinsam anschauen, wie ist so das Agile Maturity Level, also was für eine Vertrautheit hast du schon und dein Team mit agilen Methoden, was könnt ihr da schon, habt ihr das schon mal verprobt, wie waren eure Erfahrungen und so weiter und so fort. Dann würden wir uns natürlich auf jeden Fall anschauen, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was habt ihr für Ziele, was habt ihr für Themen auf dem Tisch und welche eignen sich denn oder welche erfordern denn ein agiles Setup überhaupt? Und dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sehr schnell ins Tun zu kommen. Natürlich, klar, gibt es auch ein Training. Sicherlich schaust du dir deine Systeme an, machst ein Setup und so weiter dafür, setzt einen Backlog auf und so weiter. Aber ich glaube, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass das Team anfängt zu arbeiten. Natürlich auch mit Begleitung von einem agilen Coach. Und dann einfach mal verprobt, wie ist das eigentlich? Dann hinterher würdest du natürlich hergehen und sage ich mal, eine Retro machen und einfach gucken, was war jetzt gut, was war nicht so gut, würdest auch deine Arbeitsweise dementsprechend anpassen und dann bist du in der Lage, das zu skalieren und weiterzuentwickeln. Wobei ich auch sagen muss, es ist nichts wirklich in Stein gemeißelt. Das ist ja gerade das Schöne eben, diese Offenheit agiler Systeme, sodass du auch deine Arbeitsweise immer wieder überdenken kannst, immer wieder anpassen kannst, je nachdem, was du auch eben für Themen auf dem Tisch hast. Mhm. Also wenn ich es zusammenfasse, ist es ein lernendes Thema oder ein lernendes System. Und damit würdest du mich ja begleiten und meine Organisation mit begleiten,
mit diesem Thema umzugehen und das Schritt für Schritt zu implementieren und das an der richtigen Stelle auch zu implementieren. Also ich würde einfach sagen, wenn ich das jetzt so kurz Revue passieren lasse, ist das eine große Herausforderung, der wir uns eigentlich alle direkt gegenüberstehen, aus jedem Unternehmen heraus, aus jeder Marke heraus und aus jedem Denken heraus. Das ist sicherlich zum Thema Arbeitskultur ein Riesenschritt. Ich möchte an der Stelle, glaube ich, das war sehr, sehr spannend und wird bei dem einen oder anderen sicherlich auch die Neugier wecken, da mehr zu erfahren. Ich glaube, du freust dich über viele Anrufe und viele Nachfragen und letztendlich auch über viele direkte Kontakte bei LinkedIn. Also ich wünsche dir wirklich alles Gute, als Gründerin einen guten Start, viel Erfolg und viele agile Gedanken und Möglichkeiten, die Welt zu bewegen. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte, Armin.